Der Sommer war kurz. Mit dem ersten Schneesturm brach der Winter über Nacht herein. Von nun an herrscht Frost. Der ständige, schneidende Wind wird hier für Monate nicht mehr nachlassen. Für Hafsted Eiriksson und seine Frau Kristin Björnsdóttir haben der lange, harte Winter, die tiefen Wolken und das trübe Licht keinen Schreck. Direkt neben dem Haus haben sie eine heiße Quelle. Den beiden macht es nichts aus, dass die nächsten Nachbarn 70 Kilometer weit weg wohnen, dass sie in den besonders kalten Monaten so gut wie nie andere Leute sehen, weil Schnee und Eis die Menschen in dieser Gegend voneinander trennen. Es ist das vierte Jahr, dass Hafsted Eiriksson und Kristin Björnsdóttir in der Einöde leben. Sie sind Meteorologen und ihr Haus ist die staatliche Wetterstation von Hveravedla in der Mitte Islands. Wenn sie sich wohlfühlen wollen, nehmen sie Zuflucht in ihrer Oase. Es spielt eine sehr große Rolle, dass wir die heiße Quelle haben. Wir können jederzeit ein heißes Bad nehmen. Nicht drin in der Badewanne, sondern hier draußen in der Natur. Es ist einfach gigantisch. Bei jedem Wetter, aber wirklich. Ja, und bei Windstille, Nordlicht. Und wenn wir auch noch Sternenhimmel haben, es gibt nichts Besseres. Am Abend, wenn kein Wind weht und es ganz still ist, über uns nur die Sterne und das Nordlicht, dann fühlt man sich einfach, das ist einfach ein Paradies, unser Paradies. Das ist so romantisch. Einfach herrlich. Auf Island gibt es hunderte von heißen Quellen. Die Insel liegt an der Stelle im Nordatlantik, an der sich die Kontinentalplatten Europas und Amerikas aneinander reiben. Feuer und Wasser, Schwefel und Eis, Dampf und Lava, Vulkane, Erdbeben und Geysire. Auf Island erleben die Menschen noch immer, wie es war, als die Erde entstand. Hier sind sie den Naturgewalten ausgeliefert. Die Erdkruste ist an dieser Stelle hauchdünn. Auf dem Land liegen Schnee und Eis, aber rund um die Wetterstation, nur wenige Meter unter der Oberfläche, kocht die Erde. Und immer wieder brechen die aufgeheizten Elemente hervor. Reykjavik, die Hauptstadt Islands. Morgens um 5 kommt der Bademeister zum Dienst. Das Freibad hat auch im Winter geöffnet. Das Westbad ist eines von 7 Thermalbädern in einer Stadt, in der etwa 160.000 Menschen leben. So viele Freibäder für so wenige Einwohner, das ist einzigartig auf der Welt. Trotz der Kälte und der berüchtigten Island-Tiefs ist das Wasser in den Schwimmbädern warm. Es hat 29 Grad. Aber es ist nicht künstlich beheizt, vielmehr muss es gekühlt werden, denn es kommt aus den heißen Quellen der Insel. Baden heißt für Isländer Seele und Körperwärme. Selbst die Hauptstädter können ohne dieses Warmwasservergnügen nicht leben. Ab 6 Uhr morgens ist in den Freibädern Hochbetrieb. Das geht bis abends um 10 Uhr so weiter.
Baden gehen, das heißt für einen Isländer auf keinen Fall, dass er nur schwimmen will. Wichtiger als Bahnen zu ziehen, ist das warme Sitzbad mit anderen. Sich in kleinen Bassins zu ahlen, den Hotpots, ist das Besondere der isländischen Badekultur. Die Badegäste wechseln vom lauwarmen ins heiße. Das Wasser im letzten Pool hat eine Temperatur von 42 Grad. Das Baden dient der Gesundheit, aber mehr noch dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sogar die isländischen Minister kommen Tag für Tag ins öffentliche Freibad. Es ist keine Übertreibung. Das Bad im heißen Becken und die Abkühlung an der frostigen Luft, das gehört in Island zum Alltag. Nirgendwo in Europa werden die Menschen älter als hier. Isländische Frauen werden durchschnittlich über 80 und Männer 77 Jahre alt. Die Einheimischen führen das auf die Wirkung des Quellwassers zurück. Ganz bestimmt hat auch die Morgengymnastik in Graupelschauer eine überaus belebende Wirkung. Zum morgendlichen Ritual gehört auch ein Gläschen Kräuterschnaps. Die Menschen tun alles, um sich in der lebensfeindlichen und kalten Umwelt Islands aufzuheitern und der Winterdepression zu entkommen. Die Tage sind kurz und die Dunkelheit nimmt kein Ende. Bevor die Badegesellschaft sich zerstreut und alle ihrer Arbeit nachgehen, plaudern die Männer noch ein paar Minuten. Das Bad ist zugleich Clubraum, Kneipe und Stehcafé. Und der Ort des großen Palavers. Hier spricht der Werftarbeiter mit dem Minister, der Arzt mit dem Finanzbeamten über Politik, die Arbeit, die Familie und immer wieder auch über das Wetter. Und wie schön es doch in anderen Ländern ist. Die Badefreunde sind gierig auf den Duft der weiten Welt. Sie haben verabredet, dass jeder von ihnen, der eine Reise macht und auf die Insel zurückkehrt, ein Parfum für die kollektive Morgentoilette mitbringt. Gegen 10 ist es endlich hell geworden. Und der Bademeister hat es jetzt mit Schulklassen zu tun. Jeden Morgen um 11 erscheint Einar Benediktsson im Thermalbad. Er war isländischer Botschafter in Paris und Washington. Nirgendwo auf der Welt, das weiß er wie kein Zweiter, gibt es so hochentwickelte Badesitten wie auf seiner Insel. Aus Sicht dieses Patrioten haben die Island-Bewohner nur einmal in ihrer Geschichte versagt. Und dann geschieht es, dass die Badekultur der Isländer im Spätmittelalter verschwindet. Man kann sagen, dass unsere Kultur in dieser Epoche deshalb einen großen Schaden genommen hat. Ich will nicht sagen, sie sei untergegangen, aber sie war lange nicht mehr auf einem so hohen Niveau. Jetzt steigt unser kulturelles Niveau wieder und alle Isländer profitieren davon. Ich muss doch nicht viele Worte darüber verlieren, wo die Kultur der Isländer heute steht. Hält sie nicht jedem erdenklichen Vergleich stand? Runar Júlíusson ist seit 40 Jahren einer der populärsten Musiker Islands. Einmal in der Woche fährt er zur Blauen Lagune, einem See inmitten einer Landschaft aus Lava, etwa eine halbe Stunde von Reykjavik entfernt. Die Blaue Lagune ist nichts anderes als ein Abwassersee. Er entstand nach dem Bau eines Kraftwerks, das aus heißen Quellen Strom erzeugt und die Umgebung mit Warmwasser versorgt. Runar Júlíusson badet wie alle Isländer gerne lau. Er hat auf den See eine Hymne komponiert. Er liebt die Blaue Lagune wegen ihrer wechselnden Farben und Stimmungen, die ihn an die Ägäis oder an Südseeinseln und Korallenriffe statt an sein dunkles, verregnetes Nordmeer erinnern.
Mittlerweile vermarkten die Isländer das Heißwasser aus dem Kraftwerk als weltweit schönste Wellness-Oase. Und so steigen mehr Touristen als Insulaner in das riesige Solebad. Längst wird der See in jedem Reiseführer erwähnt. Als Runar Júlíusson zum ersten Mal hierher kam, da waren die Insulaner noch unter sich. Ja, þegar ég kynntist bláa lóninu fyrst fyrir margt löngu, væntanlega 10-20 árum síðar, þegar var hérna annars. Nachdem ich zum ersten Mal in der blauen Lagune war, vor langer Zeit, vor 10-20 Jahren, da war sie hier in der Lava noch nicht so ausgebaut, da hat die Sucht in dieser Lagune zu baden langsam von mir Besitz ergriffen. Seit damals entdeckt wurde, dass dieses Wasser gut für die Haut ist und eine heilende Wirkung für Seele und Körper hat, bin ich immer wieder hierher gekommen. Bis heute war ich wahrscheinlich ein paar hundert Mal hier. Jedes Mal so ungefähr eine Stunde. Ich denke nach und sinniere über Gott und die Welt, über die Menschen und was sie beschäftigt. Runar Júlíusson denkt nicht nur nach, er lässt sich auch verwöhnen. Zu Anfang gab es am See Umkleidekabinen aus Holz und das war alles. Später haben Geschäftsleute viel Geld investiert, um die blaue Lagune in ein Wellnessbad und einen Jungbrunnen zu verwandeln. Die Investoren errichteten Gebäude, legten Stege und Wasserfälle an, bauten Brücken und arrangierten Inseln und Buchten aus Lavagestein. Der Sturm in den Bergen tobt noch immer. Und so ganz allmählich legt sich auf das Hochland rund um die Wetterstation von Hveravellir der Schnee. Hafsted Eriksson und seine Frau trotzen dem Wintereinbruch in ihrer heißen Wasserburg. Das Meteorologenpaar hat Zeit und viel Ruhe, besonders in den Wintermonaten, wenn keine Touristen kommen. Manchmal sind sie wochenlang eingeschneit und sehen keinen anderen Menschen. Das Wetter wechselt schlagartig. Es ist kein Wunder, dass angesichts flüchtiger Luftgebilde und zischender Geysire auf Island so viele Sagen und Legenden von Geistern, Trollen und schwebenden Elfen handeln. Hier auf der Hochebene, so erzählt man, lebte vor 250 Jahren ein Geächteter mit seiner Frau. Sie kochten das Fleisch gestohlener Schafe in einer heißen Quelle. Ihr verdankten es die Einsiedler, dass sie überleben konnten. Die beiden Wetterkundigen haben als Naturwissenschaftler keinen großen Sinn für Fantasiegeschichten. Sie halten sich an ihre Messdaten. Der Dienstplan verlangt, dass die Meteorologen alle 3 Stunden, am Tag wie in der Nacht, die Messdaten an das Wetteramt melden. Für heute ist kein Sturm mehr zu erwarten. Trockentemperatur minus 11 Grad, Feuchttemperatur minus 11,1 Grad. Babyschwimmen in Reykjavik. Schon die Kleinsten lernen, sich gerne im Wasser zu bewegen. Die Mütter und Väter legen besonderen Wert darauf, dass ihre Kinder so früh wie möglich in die isländische Badekultur eintauchen.
Meistens funktioniert diese Taufe fast wie von selbst. Manchmal ist allerdings auch ein wenig Nachdruck nötig. Selbst wenn sich das eine oder andere Baby etwas sträubt und unwillig gibt, den meisten bereitet das warme Wasser im Thermalbad Wohlbehagen. Jetzt stellen wir uns wieder im Kreis auf. Die Schwimmlehrerin Erlin Johansdóttir achtet darauf, dass die Nestwärme nicht zu kurz kommt. Schließlich geht es nicht darum, den Nachwuchs zu Leistungsschwimmern heranzuziehen, sondern zu Liebhabern des Hotpots, wie die Isländer ihre heißen Bäder auch nennen. Das Wichtigste ist, dass die Familie das zusammen macht. Dass Mama und Papa mit dem Kind gemeinsam baden. Und dass auch die älteren Geschwister dazukommen, wenn möglich. In erster Linie geht es darum, den Bewegungsapparat zu trainieren, zu stärken und den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich im Wasser zu bewegen. Und dabei lernen auch die Eltern, wie sie alleine mit den Kindern im Schwimmbad umgehen, wie sie sie am besten halten und so. Es geht gar nicht so sehr darum, dass die Kinder tauchen oder schwimmen lernen. Schulschwimmen im Westbad. Die Luft ist schneidend kalt hier draußen, deshalb hat sich der Schwimmlehrer warm angezogen. Er unterrichtet den ganzen Tag lang. Jede Stunde kommt eine andere Klasse zu ihm. Gerade erteilt er den Kindern eine Lektion im Rettungsschwimmen. Ja, Hände, Hände, Hände. Schwimmunterricht. Ein nasser Spaß. Von Drill keine Spur. Ein Gehöft fern der Hauptstadt. Auf der Insel gibt es kaum richtige Dörfer, seit jeher nur Ansammlungen einzelner Höfe, die weit voneinander entfernt liegen. Vigfús Andersson ist ein passionierter Schaf- und Ponyzüchter. In seiner Freizeit züchtet er Rassen, die seit alters her zur Insel gehören und auf der ganzen Welt bekannt sind. Er legt großen Wert auf die isländische Tradition. Schneide nicht zu viel ab. Ich gebe mein Bestes. Seinem Sohn bringt er bei, wie man ein Schaf schlachtet, ihm das Fell über die Ohren zieht und das Fleisch räuchert. Dafür verwendet er einen Topfofen. Das haben seine Vorfahren schon so gemacht. Das wird sehr appetitlich. Und jetzt die Keule. Okay. Zur Traditionspflege gehört für Vigfús Andersson auch das Baden unter freiem Himmel im naturwarmen Wasser. Eine halbe Stunde müssen die beiden querfeldein wandern, bis sie das Bad erreichen. Das Warmwasserbad aus dem Jahr 1923 ist das älteste Schwimmbad in Island mit einer 25-Meter-Bahn. Vigfús Andersson hat hier schwimmen gelernt. Weil es keine richtigen Dörfer gab und deshalb Gaststätten fehlen, war das Schwimmbad früher zu jeder Jahreszeit ein wichtiger Treffpunkt. Und Vigfús Andersson bemüht sich darum, dass es so bleibt. Er hält das Bassin in Schuss, so gut er kann. Wer hier baden will, muss keinen Eintritt bezahlen. Die Lufttemperatur im Tal beträgt 1 Grad. Das Wasser im Bassin ist wohlig warm. Das ist hier natürlich ein besonderer Schatz, eine solche Perle in dieser Umgebung hier. Uns allen ist dieses Schwimmbad ans Herz gewachsen. Nicht zuletzt meiner Familie, mir und meinen Verwandten. Mein Onkel, Björn E. Andrisson, hat das Schwimmbad gebaut. Es gab in der ganzen Gegend hier keine andere Badestelle.
Wir kamen ständig her, ganz besonders im Sommer. Mindestens ein- bis zweimal die Woche. Und oft waren hübsche Mädchen hier. Dieses Bad steht vielleicht vor dem Aus, denn am anderen Ende des Tals ist ein modernes Schwimmbad eröffnet worden. Es ist leicht erreichbar und hat allen erdenklichen Komfort. Vigfús Andrason setzt sich aber ein für das Schlichte und das Schöne, das Island zu bieten hat. An den ganz heißen Quellen der Insel bringen vulkanische Kräfte das Wasser zum Kochen. Auf Island ist ein eigenwilliger Garten Eden entstanden. Ständig bebt auf Island die Erde. Jedes Beben kann aktive Geysire zum Erliegen bringen und neue erschaffen. Die Isländer haben längst begonnen, die Gewalt aus dem Erdinneren, die hier noch ungebändigt nach oben dringt, für sich zu nutzen. Sie fördert nicht nur Energie zutage, sondern hat manchmal auch einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Blaue Lagune ist ein Beweis dafür. Die Blaue Lagune ist eigentlich nur ein Auffangbecken von geothermalem Wasser, das ein Kraftwerk ablässt. Natürliche Mineralien, weißer Kieselschlamm, blaugrüne Algen und heißes Wasser bilden den See. Ärzte und Biologen haben eine Bakterie entdeckt, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Die Mediziner vermuten, dass sie dem Wasser der Lagune eine heilsame Wirkung verleiht. In der Hautklinik werden Patienten mit Schuppenflechte und Ekzemen behandelt. Guten Tag. Guten Tag. Die Krankenschwester Esther Hjalmarsdóttir kümmert sich um die Patienten. Darf ich mal schnell sehen, wie es aussieht? Ja, das wird ein bisschen weniger. Und hier auch. Sie sollten morgen noch einmal kommen und dann machen wir so weiter wie besprochen. Regelmäßig kommen und immer eine Stunde im Wasser. Gehen Sie ruhig schon darüber zu den Kieselsäureeimern und fangen Sie an, sich die Flecken einzureiben. Ich komme gleich. Die Behandlung ist denkbar einfach. Den Kieselschlamm, der sich im Wasser bildet und an den Lavasteinen ablagert, tragen die Patienten auf die erkrankten Hautstellen auf. Und dann lassen Sie ihn gut trocknen. Es ist ja nicht so kalt heute. Was genau den Heilprozess in Gang setzt, ist bislang noch unbekannt. Allenfalls gibt es Hypothesen. Für Esther Hjalmarsdóttir von der Hautklinik steht fest, damit der Kieselschlamm und die Blaue Lagune-Bakterie überhaupt wirken können, brauchen die Patienten Ruhe und viel Zeit. Die Leute, die hier zu uns zur Behandlung kommen, befinden sich in sehr unterschiedlichem Zustand. Manche haben richtig viel zu tun in ihrer Arbeit und sind sehr gestresst. Sie haben diese Behandlung dringend nötig. Wir raten den Leuten, 3 bis 4 Wochen lang zu kommen. Manche müssen täglich kommen und sich Zeit nehmen. Sie müssen eine Stunde lang in der Lagune baden, damit das Wasser in die Haut richtig eindringen kann und die Stoffe, die in dem Wasser sind, auf die kranken Hautstellen einwirken können. Und dann gibt es andere, die müssen nicht häufiger als 3 bis 4 Mal die Woche kommen und die Heilung geht trotzdem genauso schnell. Das hängt ganz davon ab, in welcher psychischen Verfassung die Leute sind. Seit 20 Jahren kommt Valur Margerson zur Blauen Lagune, um seinen Körper von oben bis unten mit Kieselschlamm einzureiben. Er hat vieles ausprobiert, aber nicht sonst hat ihm im Kampf gegen die Schuppenflechte geholfen. Als er zum ersten Mal in das Solebad neben dem Kraftwerk stieg, ließ die Wirkung nicht lange auf sich warten. Und dann war es so, dass schon am dritten Tag der ganze Juckreiz verschwand, der vorher so stark gewesen war. Ich musste vorher mit Handschuhen schlafen, um mich nicht blutig zu kratzen. Damals überlegten wir gerade, ob einer von uns nicht besser im Wohnzimmer schläft, weil ich mich ja immer kratzen musste und meine Frau deshalb nicht schlafen konnte. Und am dritten Tag, da merkte ich es. Meine Frau und auch ich, wir schliefen wie die Engel. Und dann am 10. Tag sah ich zwischen den Flecken plötzlich gesunde Haut. Und dann wurde mir klar, das wirkt. Musik.
Pumpwerke wandeln die Energie der geothermalen Felder in elektrischen Strom um. Außerdem versorgen sie die Bevölkerung per Fernleitung mit heißem Wasser zum Heizen und Waschen. In Reykjavik werden sämtliche Häuser mit Erdwärme beheizt. Auf der ganzen Insel erhalten 9 von 10 Haushalten Fernwärme. Das ist Weltrekord. Damit die Versorgung technisch reibungslos läuft, kontrollieren die Wasserwerke das Warmwasser auf den Säuregehalt und den Gasanteil. Gasblasen können zum Beispiel dazu führen, dass der Wasserfluss in den Rohren stockt. Wenn das passiert, dann müssen die Isländer sich warm anziehen. Aber das ist inzwischen so selten wie ein Stromausfall. Die industrielle Nutzung der heißen Quellen bedeutete für die Isländer eine Revolution. Bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts versammelten sich die Frauen noch auf einem Waschplatz inmitten des Zentrums von Reykjavik. Auch die Duschen waren öffentlich. 1928 gab es die ersten professionellen Bohrungen, um im großen Stil heißes Wasser aus der Tiefe zu holen. 2 Jahre später wurde in Reykjavik das erste Gebäude mit dieser natürlichen Energieform beheizt. Bis zu dieser Zeit heizte man die Häuser mit Torf, Kohle und Öl. Da Kohle und Öl nach Island importiert werden mussten, lag es nahe, dass die Regierung alles daran setzte, die einheimischen Quellen nutzbar zu machen. Von Anfang an war klar, dass auch Heißwasserfelder außerhalb Reykjaviks erschlossen werden müssen, um den Bedarf der Hauptstadt zu decken. In den 40er Jahren verlegte man die ersten Pipelines, die das heiße Wasser in die Stadt leiteten. Pump- und Verteilerstationen sorgten schließlich dafür, dass ganz Reykjavik geothermale Energie erhielt. Heute sind überall in der Stadt Verteilerstationen. 2002 sind 63 Millionen Kubikmeter Wasser in die Heizungsanlagen, Badewannen und Waschbecken geflossen. Und Jahr für Jahr steigt der Wasserverbrauch. Um das kostbare Gut nicht zu verschwenden, haben Techniker sogenannte geschlossene Systeme entwickelt. Das zurückfließende Wasser aus den Gebäuden kühlt die Temperatur des frisch geförderten heißen Wassers. Eine umweltschonendere Art, Energie zu verwenden, gibt es nicht. Und preiswert ist sie obendrein. Sie kostet nur ein Drittel im Vergleich zum Öl. Als die Wikinger auf ihren Streifzügen über die Meere eines Tages auf Islands Küste stießen, sahen sie aus der Ferne, dass an vielen Stellen der Insel Rauch aufstieg. Sie nannten die Stelle, an der sie landeten, die rauchende Bucht, Reykjavik. 1000 Jahre danach sind die Quellen nicht versiegt. Wo heiße Quellen aus vulkanischem Gestein sprudeln, lagern sich im Laufe der Zeit meterdicke Schlammschichten ab. Schlamm aus Mineralien, auch Fango genannt. Die Menschen haben seine heilende Wirkung längst erkannt. Auf Island gibt es Fango im Überfluss. Bisher wird er aber vor allem in der Gegend um Hverragerði abgebaut. Der Schlamm landet noch heiß direkt in der Heilsøstoftnen-Klinik. Die Ärzte setzen hier zur Behandlung ihrer Patienten ausschließlich Naturheilverfahren ein. Fangobäder gehören zur Therapie von Rheuma, Hauterkrankungen und Muskelverspannungen. Die vulkanische Hitze Islands gelangt über die heißen Quellen und den Mineralschlamm in die medizinischen Badewannen und entfaltet ihre wohltuende Wirkung. Das wirkt ganz besonders gut. Das reinigt die Haut.
Das soll die Haut weicher machen und es macht sie tatsächlich weicher. Die Haut ist so samtig, wenn man sie berührt im Anschluss an solche Bäder. Das tut gut und wirkt auf alle Muskeln, gegen Muskelentzündung und so. Das gibt dieses gute Gefühl. Und hinterher ist man entspannt. Die wohltuende Wirkung von warmem Wasser auf den Menschen ist unumstritten. Keine Frage, dass die Wärme eine große Rolle spielt. Ob aber die Beschaffenheit und die Bestandteile des Wassers selbst medizinisch bedeutsam sind, ist von der Forschung nicht bewiesen. Dennoch werben alle Heilbäder dieser Welt mit den Vorzügen ihres Quellwassers, auch auf Gelenk- und Muskelerkrankungen. Aber zu schwimmen und die Gelenke zu bewegen, ohne sie dabei stark zu belasten, fördert fraglos die Gesundheit. Knutur Brun ist Anwalt und vor allem ist er ein Mann mit großen Plänen. Er ist fest entschlossen, in Hveragerði, östlich von Reykjavík, die größte Wellnessanlage Islands zu bauen. Seine Vorliebe zu baden und seine täglichen Erfahrungen mit dem erquickenden Nass geben ihm die Gewissheit, dass sein Vorhaben erfolgreich sein wird. Ich kann sagen, dass ich morgens so ab 6:30 aufwache und mich in den Hotpot setze. Das mache ich jeden Tag so. Ich bade und ich finde, dass ich noch nicht zum Leben erwacht bin, bevor ich hier nicht eine Weile im Wasser gesessen habe. Dann dusche ich mich. Erst danach bin ich eigentlich bereit, mich dem Alltag zu stellen. Was ich besonders angenehm finde, ist ganz allein in diesem Pott zu sitzen und zu denken oder es einfach sein zu lassen. Ich sage das immer und jedem. Meine Kollegen im skandinavischen Urheberrechtsverein teilen meine Meinung. Wenn wir alle 3 bis 4 Jahre hier unsere Hauptversammlung haben, dann werden die schwierigsten Probleme am besten im heißen Pott gelöst. Um die Untiefen seines Bauprojektes zu überwinden, wird Knutur Brun noch oft Sitzungen im heißen Pool abhalten müssen. Umweltschützer haben Widerstand angekündigt. Am anderen Ufer des Flusses soll das Wellness Center entstehen. Mit Hotel, tropischem Garten unter Glas, Konferenzsälen, Fitnessräumen und Arztpraxen. Wenn wir jetzt da hoch zu dieser Schlucht schauen, dann haben wir schon die Fußwege. Wir brauchen nur noch die Verbindungen in Richtung Osten. Dann haben wir was wirklich Großartiges für diese Gegend. Ich kann gar nicht verstehen, dass das nicht alle so sehen. Knutur Brun und seine Mitstreiter glauben, den richtigen Weg für Islands Platz an der Sonne gefunden zu haben. Bädertourismus statt Fischfang. Ich glaube, dass ich den gleichen Vorteil aus dem heißen Wasser erziele, den die Römer vor mehr als 2000 Jahren daraus erzielt haben. Ich bin der Meinung, dass unter anderem das heiße Wasser, und das sind die Bäder, die Römer zu dieser Weltmacht gemacht hat, die sie waren. Ich allerdings will keine Großmacht werden, aber ich möchte gerne eine Großmacht hier hinter mir entstehen sehen. Und wenn das heiße Wasser, das mich hier schon 15 Jahre lang umspült, das bewirkt, ja, dann hat das heiße Wasser sicher ein großes Ziel erreicht. Die Mehrzahl der Isländer besinnt sich eher auf die eigenen Vorfahren. In den heißen Quellen von Laugarvatn ließen die Wikinger sich taufen. Heutzutage gibt es hier einen Dampfverein. Die Mitglieder sind unternehmungslustig. Sie planen den Ausbau ihrer Clubsauna, aber die Gemeinschaft soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Ein Aufweichen der isländischen Badekultur durch zu viel Tourismus und Kommerzialisierung würden die Dampfbadfreunde nicht so gerne sehen. Die Traditionen wollen sie nicht preisgeben. Ich habe das Gefühl, dass dieses Bad ein Treffpunkt ist, der die Leute zusammenhält. Es ist ein ganz besonderer Luxus für die Einwohner von Laugarvatn.
Wenn ich hier bin, dann kommen mir meine ganzen Jugenderinnerungen wieder. Ich bin in diesem Ort groß geworden. Das hier ist ein Platz, der einen auf jeden Fall fest an Leugawachten bindet. Das macht ihn zu etwas Besonderem. Ich denke, es ist sehr gesund, ein Dampfbad zu nehmen. Es erfüllt auch einen gesellschaftlichen Zweck. Die Leute kommen hierher, unterhalten sich und diskutieren. Dieser Platz hat auch eine sehr lange Geschichte. Die Leute haben schon immer auf der Durchreise hier Halt gemacht, haben in der warmen Quelle gebadet und Dampfbäder genommen. Es ist kalt. Feierabend am Polarkreis. Wie sehr das Sitzbad in der warmen Wanne die Freizeit der Menschen gestillt, zeigt ein Blick ins Zentrum von Reykjavik. Jetzt geht es nicht um Sport und Fitness, um Gesundheit und Wellness oder um Badekultur und Tradition, sondern nur um den Plausch mit Freunden und Nachbarn. Für die Einladung auf ein Bier oder ein Glas Wein ist weder die nächste Kneipe noch das Wohnzimmer die erste Wahl. Das ist hier am Polarkreis der Pool hinterm Haus. Gespeist von den heißen Quellen Islands. Oasen in der Kälte. Ja,